Okay, ich bin jetzt mal echt gespannt, wo wir jetzt... Was zum Teufel? Und es war, also, ich glaube zum... Es war auf jeden Fall ein Bosskampf, den ich kenne. Ob es jetzt der finale Bosskampf war, weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung. Okay, da ist ein Riss in der Tür. Hat hier jemand von Metroid Fusion geklaut? Die Stelle mit dem Aufzug und sowas kennt man doch. Also Aufzug der... Oha. Ich dachte nicht, dass es so eine Explosion geben wird. Wir haben ja den kompletten Aufzug demoliert. Hätte man da nicht einfach bloß die Dings sprengen können? Wo sind diese... Ach, guck mal, da geht's rein. Ich wollte gerade sagen, wo sind diese Items immer? Andere Seite, okay. Ja, aber das war natürlich auf jeden Fall eine Dings, eine Anlehnung an Fusion. Mit dem Aufzug, der in der Mitte stoppt und wo man sich dann rausbomben muss. Hätte jetzt nicht zwingend sein müssen, aber in Ordnung. Das heißt zumindest, dass wir keinen Weg zurück haben. Und jetzt kommen wir... Ah, hä? Was? Ist das nicht der Raum, wo wir... Jetzt wäre natürlich eine dreidimensionale Karte wieder schön. Aber waren wir nicht schon in diesem Raum? Das ist doch der Raum, der zum Hauptaufzug führt. Ja, genau. Ach, da kam man dann von unten. Nur jetzt ist man dann von oben gekommen, oder wie ist das? Wahrscheinlich schon. Und jetzt sind wir dort, wo wir hin wollten. Genau. Bloß der Aufzug hat ja nicht getan. Es wäre so viel einfacher gewesen und wir hätten nicht Phantun besiegen müssen, aber gut. War ja in Ordnung. I've got to destroy the Metroids and MB in Sector Zero. You have to remain hidden. No! Samus! Don't worry. The Galactic Federation CEO, who's here now, will help you. Self-destruction protocol activated. Please evacuate the facility immediately. Wie gut. Jetzt weiß ich auch, was sie damit meinten. Oh, schön. Ich habe nämlich auch schon gehört. Ich dachte, das wäre immer Dings gewesen. Die Cutscene unten in Sektor Zero. Aber nein, es ist tatsächlich das. Eine emotionale Seele, die einfach komplett gesprengt wird. Schön. ein bisschen merkwürdig, weil wurde nicht... Warte mal, wann wurde denn der... Oh Gott. Wann wurde denn der Angriff auf Adam gestartet? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber war es nicht schon davor? Keine Ahnung. Hallo? Kann ich da bitte raus? Danke. Weltraumpirat, wir verwandeln uns auch nicht zurück. Wäre sehr viel einfacher, mit unseren ganzen Fähigkeiten dort durchzugehen. Aber nee, wir gehen als Zero Suit Samus. So muss das. Schön, okay. Wieso auch immer die Selbstzerstörung sich aktiviert hat. Vielleicht, weil Phantun tot ist. Keine Ahnung. Der scheint ja irgendwie dieses ganze Ding so kontrolliert zu haben. Ich habe keine Ahnung. Hier passiert so viel und ich habe keine Ahnung, was denn jetzt eigentlich alles so vor sich geht. Aber wir flüchten einfach und wir sollten genügend Zeit haben zum Flüchten. Da will ich nicht hoch, weil die Tür dort ist zu. Na komm, okay. Wir sollten genügend Zeit haben. Ja, genau, die Tür ist zu. Okay, dort oben ging es gar nicht durch. Wir haben jetzt ja auch keinen Morphball und sowas. Wir können jetzt einfach bloß laufen. Oha, das war knapp. Hallo? Ach so, ja, man kann sliden jetzt. Hallo? Mann, ich habe jetzt meinen komischen Laser. Ich kann auch nicht in die Ego-Perspektive gehen.
Ach so, hä? Na toll. Muss man auch erstmal wissen, dass man das so machen kann. Wieso auch immer? Wieso schiebe ich denn mit meinem Laser Tür nach oben? Ja, guck mal, da ist ein Item. Sollen wir es holen? Nein! Ich wollte da nicht runter. Ich glaube, ich muss da runter. Ich muss die Tür öffnen. Ich kann nicht bloß stunnen. Das ist aber nicht das, was ich will. Ich will da... Wie kann ich denn sliden? Hallo? Na, großartig. Was zum Teufel? Sollte ich da runter? Sollte ich da nicht runter? Und wie sollte ich da reinkommen? Hä? Also den Piraten kann ich nicht töten? Kann ich den Beam aufladen? Wo komme ich jetzt wieder raus? Ja, ich will fortsetzen. Spiel. Bitte? Danke. Hier komme ich wieder raus. Kann ich den Beam aufladen? Okay, kann ich. Nee, kann ich nicht. Hä? Kann ich nicht? Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was ich dort machen muss. Ganz ehrlich. Also bisher war es dann noch eine ganz normale Flucht, aber das war jetzt merkwürdig. Töten kann ich die Viecher auch nicht. Vielleicht muss ich sie beide lang genug stunnen, damit ich... Aber ich kann ja auch mein Ziel nicht auswählen. Deswegen... Keine Ahnung. Müssen wir gleich nochmal schauen. Vielleicht kann ich es ja auch umgehen, dass ich da nicht zwingend reinfall. Ich glaube zwar schon, dass ich da rein muss, aber ja, wie gesagt, schauen wir mal. Jetzt müssen wir auf jeden Fall auch, wo wir hin müssen. Dort runter auf jeden Fall mal. Ich meine, es ist ja eigentlich die letzte Stelle vor dem Ende, so muss man es ja sagen. Wieso wir hier jetzt als Zero Suit Samus rumlaufen müssen, das ist natürlich so eine andere Sache, die ich nicht erklären kann, aber gut. Das sei mal einfach so dahingestellt. Es ist so, weil das Spiel es sagt. Ja, und durch manche bin ich ja auch irgendwie durchgerutscht. Durch das eine bin ich auch durchgerutscht, aber durch das andere dann irgendwie nicht. Keine Ahnung, womit das zusammengegangen ist. Keine Ahnung. So. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt können wir wieder durch das Gitter. Hier kann ich durch. Genau, das ist einfach mit Springen. Okay. So, und damit geht es sofort auf. Wie gesagt, keine Ahnung wieso, aber es tut es. Okay. Da bitte drüber. Danke. Da bitte drüber. Es scheint mir fast so, als wäre das eine Todesgrube dort unten, wo ich auf keinen Fall hin will. Dort drüber. Jo, okay. Ich sollte einfach nicht runterfallen. Kapiert. Dort nochmal rüber. So durch. Diese ganzen Gitter. So. Weg mit... Oh nein. Okay, du warst lang genug... Du warst doch nicht lang genug gestunt. So. Okay, und dich da. Danke und tschüss, Pirat. Zum Glück können die nicht rutschen, hoffe ich. Das war knapp. Oh nein. Okay, es ist bloß Gerümpel. Ich dachte gerade, es kommen noch irgendwelche Viecher. Es kommen Viecher. Ihr seid mir egal, Weltraumpiraten. Ihr solltet lieber flüchten, statt hier versuchen, noch Party zu machen. Ja, wobei, das heißt flüchten. Wo sollen sie denn hin? Das sind nur Weltraumpiraten. Und solange sie nicht mal einen Anführer haben, oder sind ja bloß Zebesianer, ich glaube, da sind Zebesianer nochmal anders und die, ich will nicht gegens Feuer rennen, und die sind ja so ein bisschen hilflos, wenn sie keinen Anführer haben. Okay, der Hangar. Ich hoffe, mein Schiff ist noch nicht explodiert. Aber wie wir das ja kennen, explodiert immer alles außer unser Schiff. Das ist explosionsresistent. Na, komm schon. Okay, gleich haben wir's. Mit Elims Helm unterm Arm. Haben wir's erfolgreich ins Schiff geschafft. Sorry for keeping you waiting, Adam. Let's go home.
Okay, und damit sind wir wahrscheinlich in der Missions... ja, genau. So ein bisschen, ich vergesse immer, wie es heißt. Missionszusammenfassung oder sowas. Gesammelte Items, 54%. Über die Hälfte. Naja, gute Arbeit war das nicht. Es war schlampig. Wenn man so meine normalen oder meine anderen Prozente oder... Meine anderen... Metroid Let's Plays. So, mir ist gerade kein besseres Wort eingefallen. Zumindest meine anderen Let's Plays anguckt, dann ist das natürlich ein bisschen schlampig gewesen, aber es hat mir keinen Vorteil gebracht. Ach, und jetzt haben wir die Musik freigeschalten. Jetzt weiß ich auch endlich, wo die Musik herkommt. Schön. War ein nettes Ende. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie viel Sinn das ergibt, dass Samus dort wieder einfach zurück kann auf das Bottleship. Weil das ist ja eigentlich unter galaktische Föderationskontrolle jetzt und es sollte ja auch jeden Moment gesprengt werden oder halt die Tage, sagen wir mal so. Und deswegen, dass es da trotzdem immer noch so wimmelt und sowas und dass man da einfach so hinfliegen kann, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Zumindest, wir haben es gemacht, wir haben das Ende dadurch, war jetzt echt nicht mehr so lang. Das hätte ich damals auch noch durchspielen können, aber ich dachte eigentlich nicht, dass es so lange geht, noch, also so kurz bloß geht. Damit haben wir den Kinomodus freigeschalten und eigentlich alles gesehen von dem Spiel, also außer die 100%, aber wie gesagt, lohnt sich eigentlich nicht so sehr. Also ja, es hat auf jeden Fall, also man kann das Spiel dann nochmal in seiner Gesamtheit sehen, man kann die einzelnen Bereiche nochmal angucken, ohne dass man die ganze Zeit irgendwo hin muss und sowas. Es ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Allgemein das Ende ist eine schöne Sache. War jetzt nett. Ja. Und ich denke, damit war es das eigentlich auch. Im Kinomodus, ich glaube, kann man jetzt die einzelnen Sachen nochmal... Kann man da irgendwie gucken? Alle Kapitel abspielen, genau. Kann man eigentlich gucken, wie viele... Gut, man kann sehen, wie viele Cutscenes es gibt. Ach, das sind ja nochmal die ganzen... Allein schon 4 Stück, bloß für das Ende. Finde ich ja schön. Optionen. Was sind Optionen? Achso, Optionen ist wie immer. Ich finde es auch großartig, diese... Optionsvielfalt, Sprache und Untertitel. Na, danke. Kann man sehr viel einstellen hier. 30 Cutscenes gibt es insgesamt. Ich habe keine Ahnung, wie lang die insgesamt gehen. Es gibt auf jeden Fall eine Auflistung davon. Beziehungsweise kann man auch einfach theoretisch abwarten, wie lange alle Kapitel abspielen geht. Das machen wir jetzt aber nicht, weil wir haben ja schon alles gesehen. Und ja, damit haben wir ADM durchgespielt. Damit haben wir das letzte Spiel der Reihe durchgespielt. Und damit, worauf ich sehr stolz bin, haben wir jedes offizielle Metroid, also jedes Metroid, oder habe ich jedes Metroid auf diesen Kanal gebracht. Alle sind jetzt versammelt bisher. Ich meine, durch die letzte E3, also durch die E3 haben wir ja jetzt Metroid Prime Federation, sonst irgendwas. Ich kann mir nie merken, wie der Spieltitel heißt. Zumindest dieses... neue Metroid bekommen. Es wird wahrscheinlich nicht auf meinem Kanal auftauchen. Es wird höchstwahrscheinlich nicht dort auftauchen, aber bloß weil es kein Metroid ist. Es ist ein Spin-off und da nochmal ein sehr schlampiges. So muss man es ja sagen. Also, nee. Das Spiel wäre sehr viel besser dran gewesen, wenn es einfach nicht Metroid als Titel gehabt hätte. Aber da habe ich so meine eigene Meinung zu dem Spiel. Ich denke jetzt nicht, dass das der beste Zeitpunkt ist, um über dieses Spiel zu reden. Ich sag bloß, es wäre sehr viel besser gewesen, wenn man das Spiel entweder nicht Metroid genannt hätte oder irgendwie nochmal ein bisschen was gemacht hätte, damit es ein Metroid wäre. Also klar, kein Metroid, aber wenigstens so ein kleiner Multiplayer. Das sollte es ja alles bloß sein. Es sollte ja bloß so ein kleiner Multiplayer sein, mit dem man sich ein bisschen die Zeit vertreiben kann. Und ich behaupte jetzt einfach mal, die Zeit bis zur nächsten E3, bis zum nächsten Jahr. Ich habe dafür natürlich keine Beweise. Die meisten Leute sind jetzt natürlich ein bisschen enttäuscht von der E3 gewesen. Übrigens, falls man sich wundert, weil es ist jetzt, wie lange habe ich jetzt aufgenommen? 2,5 Stunden oder sowas? Also es wird jetzt einiges in der Zukunft kommen, wo jetzt vielleicht sogar schon die Gamescom war, ich weiß es gar nicht. Aber falls sich die Leute wundern, weswegen ich jetzt so viel über die E3 noch rede, ist, dass erst vor ein paar Tagen die E3 war, beziehungsweise immer noch ist. Warte mal. Nee, die E3 ist jetzt mittlerweile vorbei, aber zumindest die Nintendo-Dings
Die Nintendo-Konferenz war jetzt nicht so lange her, deswegen habe ich das noch gut im Kopf und deswegen ist mir jetzt gerade auch so in den Kopf gekommen. Und ja, ich denke, es wird mir keine böse sein, wenn ich sage, okay, wir werden dieses Federation-Irgendwas-Spiel nicht spielen, beziehungsweise es einfach mal nicht als offizielles Metroid betitel. Ich meine, ich habe sogar Pinball gespielt, weil ich das ein cooles Pin... ja, ein cooles Pinball auch, aber ein cooles Spin-Off also fand, dass es ein cooles Spin-Off war. Deswegen habe ich gern mal eine Folge dafür gewidmet. Und so ein Stündchen. Und ja, aber das andere Spiel, das lohnt sich wirklich nicht. Da warte ich eher auf ein anderes Metroid. Es wird auf jeden Fall noch mehr Metroid auf diesem Kanal kommen. Also jeder, der Metroid mag, der wird hier auf jeden Fall noch bedient werden. Zwar eher in Richtung Retro, also eher in Richtung, also nicht Retro wie Prime Retro, sondern in Richtung Super Metroid. Also größtenteils Super Metroid Hex. AM2R, also Another Metroid 2 Remake, wird hoffentlich auch nächstes Jahr mal erscheinen. Ich bin ja guter Dinge, dass das vielleicht bis Ende nächstes Jahr durchbringt. Also der Entwickler von AM2R. Wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass das was wird, dass wir da vielleicht Ende nächstes Jahr das Spiel haben und dann vielleicht auf der E3 2016 auch noch ein neues Metroid angekündigt bekommen, das dann, es muss eigentlich 2016 noch fertig werden. Wir müssen theoretisch, also wenn wir 2016 kein neues Metroid bekommen, dann werden wir kein neues Metroid bekommen, so sage ich jetzt einfach mal, weil wer es nicht weiß, 2016 ist der Geburtstag, der 30. Geburtstag von Metroid, natürlich auch von Legend of Zelda, deswegen haben wir auch auf der E3 2015 kein Zeug von dem neuen Zelda gesehen, das sparen sie sich auch auf für den Geburtstag von Zelda, aber ich denke auch, dass ein neues Metroid kommen wird 2016 und ja, es sollte dann wahrscheinlich auch, keine Ahnung, wenn Juni wahrscheinlich wieder die E3 ist, vielleicht zur Gamescom. Vielleicht zur Gamescom bekommen wir dann ein neues Metroid. Es wird relativ schnell gehen, damit man wahrscheinlich das neue Metroid noch dieses Jahr rausbringt. Vielleicht auch Holidays. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht. Also, ich habe ja natürlich keine Informationen, aber es wäre nur sinnvoll, wenn sie dieses Jahr nichts rausgebracht haben. So, kleine Frosch im Hals. Zeit, dass ich aufhöre. Aber wenn sie dieses Jahr nichts rausgebracht haben, dann werden sie wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwas bringen. Und naja, man kann bloß gespannt sein. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch mehr Metroid kommen. Ich muss jetzt bloß mal gucken, wie. Zumindest die Hauptreihe ist jetzt mal abgeschlossen. Jetzt müssen wir warten, bis ein neues Metroid kommt. Und dann stürze ich mich natürlich sofort rein. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, danke vielleicht für die ganzen Leute, auch die komplette Reihe jetzt schon dabei waren oder keine Ahnung, sich jetzt auch im Nachhinein die komplette Reihe jetzt anschauen oder angeschaut haben. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall, jeder, der dabei war. War auf jeden Fall schön, war auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache, dass ich das jetzt so durchbekommen habe. Ich glaube, ich bin eine der einzigen, wenn nicht sogar der einzige, der auf YouTube, zumindest im deutschen Bereich auf jeden Fall, der alle Metroids als Let's Plays oben hat. Also wirklich alle, auch mit Hunters und Pinball. Der nächste wird auf jeden Fall der Olli sein. Der ist ja da auch gerade gut dabei, sage ich mal. Den habe ich ja auch so ein bisschen dazu gebracht, alle Metroids zu spielen. Also vor allem Hunters und Pinball. die, also ich will nicht sagen die beiden schlimmsten, aber zumindest eines der schlimmsten. Zumindest, der wird auf jeden Fall der nächste. Ich weiß nicht, ob es schon Leute gibt, die das mal gemacht haben, aber ich glaube nicht. Entweder haben sie sich eher auf den älteren Bereich fixiert oder auf die Prime-Teile. Aber jemand, der wirklich alle Teile oben hat, ist mir eigentlich soweit nicht bekannt. Es wird sicherlich zwei, drei Leute geben, die vielleicht auch nicht so bekannt sind. Aber es sind auf jeden Fall wenige Leute und darauf bin ich auch so ein bisschen stolz, dass ich das jetzt geschafft habe. Auch mit allen Secret Endings und sowas, gerade bei den Prime-Teilen. Und deswegen, ja, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es weitergeht, mit einem neuen Projekt. Vielleicht ein Metroid, vielleicht auch nicht. Ich muss mal schauen. Also dann, ciao!